Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Meinl VIP Talk hier in der Stechert VIP Lounge. Neben mir sitzt Thomas Kleine. Thomas, ich muss erstmal Danke sagen. Ich glaube, im Namen aller, die hier sitzen, für den vielleicht besten Montagabend seit langem. Ja, mit Sicherheit. Gerade montags haben wir uns immer sehr schwer getan. Von daher ist es sehr schön, dass wir jetzt heute hier gewonnen haben. 2:1 Heimsieg gegen den ersten FC Kaiserslautern, die ja so als, ja, hinter vorgehalten haben, vielleicht die stärkste Mannschaft in der zweiten Bundesliga sind. Wie ist das jetzt einzuschätzen? Ja, mit Sicherheit stehen wir sehr gut da, haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht, war mit Sicherheit ein sehr kampfbetontes Spiel. Die Lauterer in der zweiten Halbzeit auch mit einer guten Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Aber letztendlich haben wir uns zu dem Sieg gefightet und von daher ist es sehr schön, dass wir jetzt mit 3 Siegen in die Saison gestartet sind. Ihr seid nach einem Eckball in Rückstand gegangen. Ist das eher, ja, erstmal Schockzustand oder war das Motivation heute? Ja, beides immer. Natürlich ist man immer geschockt, wenn man zurückliegt nach einer Standardsituation. Aber müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken. Von daher muss man sowas auch wegstecken. Das haben wir sehr schnell gemacht, sehr schnell den Ausgleich geschossen und letztendlich dann durch eine Standard auch 2:1 gewonnen. Du hast es gesagt, ihr habt den Ausgleich postwendend eigentlich erzielt. Zeigt das auch den Charakter der Mannschaft? Ja, das auf jeden Fall. Natürlich hatten wir letztes Jahr eine sehr schwere Saison, aber dieses Jahr sind wir auf einem sehr guten Weg. Das hat sich schon in der Vorbereitung angedeutet, dass wir da eine sehr homogene Truppe haben und das zeigt mit Sicherheit heute das Spiel. Macht sich da auch ein Stück weit Erleichterung breit? Man weiß jetzt mal 3 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte, man ist jetzt erstmal sehr gut in die Saison gestartet. Kann man erstmal ein bisschen durchschnaufen oder? Ja, man kann erstmal zufrieden sein, dass man 3 Spiele gewonnen hat, aber können uns jetzt kurz über das Spiel heute freuen, über die 9 Punkte, aber dann geht es ab morgen wirklich konzentriert schon wieder auf den Freitag, wo wir ein sehr schweres Spiel haben in Karlsruhe, wo wir uns immer sehr schwer getan haben. Von daher geht da wirklich die volle Konzentration dann ab morgen schon auf das Spiel in Karlsruhe. Ich konnte vor dem Spiel kurz mit Michael Hefele sprechen, der sagt, so Flutlichtspiele sind immer was ganz Besonderes. Was ist denn das Besondere in so einem Flutlichtspiel? Ja, das ist mit Sicherheit die ganze Atmosphäre, Flutlicht, die Fans, dann hat man meistens gute Gegner und von daher ist das was ganz Besonderes, so den Spieltag auch zu beenden mit einem Sieg und jetzt oben an der Spitze zu stehen. Die K-Wochen gehen weiter quasi nach Kaiserslautern, jetzt am Freitag schon der KSC. Wie regeneriert ihr euch oder was macht ihr jetzt? Das ist ja eine relativ kurze Zeit. Ja, das schon, aber für Spieler ist es immer schöner, wenn man spielt, umso weniger trainiert man. Also von daher werden wir uns morgen regenerieren und am Mittwoch werden wir dann voll wieder trainieren, um am Freitag auch wieder fit zu sein. Alles klar, dann wünschen wir natürlich viel Erfolg für die kommenden Wochen, auch für den Auswärtsauftritt in Karlsruhe. Bedanken uns für den Besuch. Thomas Kleine. Dankeschön.